Willkommen zurück hier bei Until Dawn im Senatorium mit Mike. In der letzten Folge ist der Typ, der so nett zu uns war, gestorben. Also der Flammenwerfer-Typ. Ich weiß nicht, ob das in der letzten oder vorletzten Folge war. Was ist das? Okay. Und jetzt sind wir halt eben wieder zurück im Senatorium. Mal gucken, was uns hier dieses Mal erwartet. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo ich hin soll. Da ist auf jeden Fall noch eine Tür, die offen ist. Ich will da noch nicht raus. Gibt es hier drinnen noch irgendetwas? Ich wollte schon draußen sagen, ein neuer Totem, wunderbar. Gefahr. Okay, ich versuche mal Mike nicht umzubringen. Hier sind auf jeden Fall schon mal ein paar Kreuze. Alle am 24.02. Vielleicht sind das ja die, die den Bergeinsturz nicht überlebt haben. Ist das schon alles hier draußen oder geht es hier noch irgendwo lang? Nö, das scheint alles zu sein. Oder ich habe einfach nur wieder was übersehen. Aber ansonsten schaue ich mal, ob es hier noch... Hier geht es auch noch lang. Oder auch nicht. Und da ja generell nicht. Aber bevor ich zurückgehe, möchte ich mich da, glaube ich, doch lieber draußen nochmal umschauen. Obwohl ich da einfach eigentlich nichts gesehen habe. Weil hier ist ja jetzt nichts mehr. Hier hatten wir schon geguckt. Die Tür da geht auch noch auf, oder? Möchtest du da nicht irgendwie reingehen? Okay. Da jetzt ständig reinzugaffen bringt auch nichts. Okay, dann gehe ich noch einmal kurz nach draußen. Und wenn da nichts ist, dann gehen wir zurück. Aber hier war doch nichts mehr. Nö. Gut, dann gehen wir zurück. Aber wieso ausgerechnet hier der Totem liegt, ist fragwürdig. Und hier will er wirklich nicht rein. Nö. Okay. Dann müssen wir auch, glaube ich, zurück. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Das ist aber echt spannend. Nur wenn ich jetzt hier auch nicht weiterkomme, dann hat sich das ja auch erledigt. Moment, was ist das? Okay, sowas können wir natürlich auch gebrauchen. Fehl nur noch Mistgabel und Pöbel.
Okay. Ich hätte an seiner Stelle noch mehr Munition mitgenommen, aber na gut. Neue Frage, wo jetzt lang? Ich glaube aber, jetzt können wir das an der anderen Seite einfach aufschießen, oder? Ja. Hey, Großer. Ob die uns jetzt was tun, ist eine andere Frage. Was will ich mich wieder zu sehen? Hey. Hatte gehofft, dich wieder zu sehen. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Okay. Hier ist der Plan. Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben, direkt raus aus der Mine. Psychiatrie. Kriegen wir das hin? Ich könnte es nicht besser sagen. So ist es brav. Na gut, dann sind wir jetzt anscheinend doch nicht mehr alleine. Dann gehen wir jetzt also in die Psychiatrie. Ach Gott. Mount Massive oder Mid Island? Das ist die Frage. Boah, das sieht hier schon so krass nach Psychiatrie aus. Ich glaube, ich sitze hier fest. Okay, versuchen wir es. Super. Na super. Okay. Gesehen? Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfie? Ja, du hast es total drauf. Okay, dann gehen wir mal nach unten. Boah, Psychiatrie, da habe ich generell so eine Schwäche für. Kein gutes Horrorspiel gibt es eigentlich. Also es gibt kein gutes Horrorspiel, was nicht in einer Psychiatrie spielt, oder? Na gut, mal Psychiatrie oder Krankenhaus. Silent Hill spielt ja im Krankenhaus. Was ist das? Oh oh. So eine Scheiße. Ach du Scheiße. Bin ich da nur wieder reingeraten? Tja. Ich schaue mir jetzt erstmal das hier alles an. Das sind ja die reinsten Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen? Gar nicht irre. Fuck man, das ist wirklich ekelhaft. Ein wenig. Okay, ich gehe jetzt erstmal nochmal kurz zurück. Aber ich glaube... Hier waren wir noch nicht, genau. Wieder was lesen, juhu. Und bevor ich das lese, muss ich eben einmal kurz am Mikrofon was ändern. Ungefähr so. Das möchte ich gerne doch lesen. Erstbericht. Die Patienten wurden vor 5 Tagen in die medizinische Einrichtung in Blackwood eingewiesen. In diesem Zeitraum führten wir eine Reihe von psychologischen und physiologischen Tests durch.
Das Ergebnis war außergewöhnlich. Sie widersprachen den allgemeinen medizinischen Erwartungen. Beobachtete Symptome: Blässe, Hautverfärbung, schwerer Vitamin D-Mangel, Störung des Sozialverhaltens, überdurchschnittlich lange Wiedereingewöhnungszeit nach traumatischem Erlebnis und zwischenmenschliches Verhalten, Gewalt gegen Pflegepersonal, 3 versuchte Tätlichkeiten, ein versuchter Kratzangriff, erwartete, aber nicht beobachtete Symptome, Mangelernährung, Skorbut, durchschnittlich BMI von BMI, genau. BMI nur innerhalb von 3%, der normalerweise erwartete Wert, sie müssten tot sein. Erfrierung, Reaktion der Patienten auf Reize innerhalb des akzeptablen Bereichs, 130 bis 410 ms. Auf der Rückseite Gebrechlichkeit, Schwäche, Aufblähung und von Schienbein und Wadenbein und Oberarmknochendurchschnitt ca. 2,5 cm. Ungewöhnlicher Kräftezuwachs beobachtet. Ein Patient hob knapp 330 kg Gewicht. Was? Empfohlenes Vorgehen. Unter strikter Beobachtung halten. Fixierung dringend empfohlen. Pflegepersonal von 1 auf 3 Personen aufstocken. Beobachtung rund um die Uhr. Das klingt sinnvoll. So, weiter geht's. Dann gehen wir erstmal links rein. Was war denn hier los? Lasst uns raus, wir verhungern, wir frieren, ich werde mich rächen. Hör auf zu uns zu testen. Hört auf uns zu testen, genau. Okay. Können wir hier irgendwas gucken? Nö, sieht nicht so aus. Boah, diese Rollstühle, ey. Die gibt's auch irgendwie überall. Oder ist es ja? Yay. Okay, aber ich glaube... Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Hund, den wir jetzt hier mit uns rumschleppen, wird auch nicht lange bei uns, also wird nicht lange bei uns bleiben, denn der andere wurde jetzt schon gefressen und wahrscheinlich soll man jetzt eine emotionale Bindung zu dem Hund aufbauen und dann ist er plötzlich weg, so kann ich es mir vorstellen. Was? Ja gut, wieso nicht, ne? Wo ist er hin? Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Ein Film. Okay. Jetzt ist halt eben nur die Frage. Die erste Frage ist, wo müssen wir hin? Die zweite Frage, was ist das? Möchtest du mal gucken? Hallo, Typ? Typ? Okay, so. Blackwood Pines, Blackwood Sanatorium, ärztliche Untersuchung, Patient 9, Verlauf der Skeletthydratrolose, irgendwas vertraulich. Tag 4, epidermale Depigmentierung zu erwarten nach Aufenthalt unter Tage, starke Krümmung des Toxrax-Bereichs, Prostakypnose, sorry, Sehschärfe 20-160, das lese ich jetzt nicht alles. Okay. Das verstehe ich natürlich alles, Anspitzung der Schneidezähne.
doch nun mal einer rein. Das ist Eckzahn 3,8 cm. Hornschicht 1,3 cm. Juhu. Nee, ich muss mir das jetzt nicht nochmal antun. Okay. Was ist das? Da ist doch irgendwas dahinter. Eine geheime Geheimtür. Heilige Scheiße. In der Tat. Wer ist dieser Kerl? Vielen Dank. Sorry, Alter. Auf dem finden die sie was? Ich will das lesen. Wie ging das hier? Hinweis. Nee, 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 nee. Das ist echt traurig. Ich schau einmal kurz. Obwohl, nein, ich kann das mir auch nochmal da angucken. Das ist ganz gut. Sie sterben draußen. Ich höre sie kreischen und weinen. Die Hölle ist mein einziges Vermächtnis. Gottes Strafe für meine Fehler. Ich kann meinem Schicksal nicht entrinnen. Der Tod wartet bereits auf mich. Jefferson Bragg. Und was stand auf der anderen Seite? Darf ich das nochmal kurz angucken? An den Finder dieser Nachricht, okay. Dann war das hier wahrscheinlich sein Büro. Was er versucht hat, noch so gut wie möglich zu tarnen. Dass ich noch einmal kurz reinschaue, wo ich einmal kurz reinschauen wollte. Deutsch bitte. Nee, okay, wir können hier einfach nur so durchswitchen. Okay. Dann müssen wir jetzt in diese Richtung. Doctor's Office stand da auch. Das hatten wir schon gesehen. Dann gehen wir jetzt mal in den B-Flügel. Aber was uns hier im B-Flügel erwartet, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Also bis dann.